nicht ein bisschen weit oben und vor allem es strahlt nicht direkt in mein Gesicht, es strahlt da hinten ein. Mist. Müssen wir ändern. Hallo Friends and Family und willkommen zu einem neuen Video. Heute reden wir über das super coole Thema Lehrermobbing. Beziehungsweise Lehrermobbing-Schüler. Also Schülermobbing von Lehrern. Voll viele denken, das ist voll selten und so, wenn es einem selber nicht passiert ist. Es passiert unglaublich oft und ihr müsst euch im Klaren sein, dass das, was manche Lehrer machen, nicht normal ist. Solche Sachen wie Leute vor der ganzen Klasse dumm nennen oder irgendwelche humiliating Jokes machen, ist kein Spaß. Schülermobbing. Das machen die meistens auch nur zu den Leuten, die sie dann nicht mögen. Wenn sowas passieren sollte, macht was, weil es wird nicht besser, wenn ihr nichts macht, wenn ihr nicht irgendwie zur Schulleitung geht. Und wenn das nicht klappt, redet mit euren Eltern, ihr findet eine Lösung. Es ist hart, ich habe es ja selber erfahren, aber heute geht es darum, was ich alles erlebt habe mit meinen wunderbaren Lehrern. Ich habe zwar jetzt Schule gewechselt und so, aber was alles passiert ist, ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, man kann nicht richtig fassen. Es ist unglaublich, wie Lehrer sowas machen können und sich dann pädagogisch ausgebildet nennen. Lehrer können manchmal schlimmer als die Schüler sein, kindischer, unprofessioneller und da will ich jetzt ein bisschen berichten. Ich wurde wirklich aus einer Schule rausgeekelt, weil mich dort Lehrer und die Schulleitung gemobbt haben. Wirklich gemobbt. Es war so eine kirchliche Schule. Es gibt zwei in meiner Stadt. Ich bin jetzt in der anderen drinnen. Und ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Ich bin halt seit der 5. noch drin gewesen und es war auch alles okay eigentlich, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt halt, wo sich meine Klassenleitung zu der Zeit, da war ich in der 6. Klasse, sich eine Lüge ausgedacht hat, die ich gesagt haben soll, die nicht gestimmt hat. Sie hat einfach nicht gestimmt und ich war so ein kleines Kind. Ich habe das nicht gecheckt, dass das schon eigentlich Mobbing war, weil sie hat jedem erzählt, im ganzen Lehrerzimmer, überall. Natürlich haben das dann die ganzen anderen Lehrer auch geglaubt. Dann hat jeder gedacht, ich lüge. Ich war ein Kind. Natürlich habe ich manchmal gelogen. Das ist klar. Aber nicht mehr als andere. Anyways. Dann, es ging eigentlich alles okay. Ich musste 7. wiederholen und ging dann eigentlich noch alles. Bis zu meiner 2. 7., wo dann wirklich alles angefangen hat, wo ich zu Tode gemobbt wurde von Lehrern, von der Schulleitung, von Leuten vom Elternbeirat. Was ich so gar nicht verstehe, weil die haben ja nichts mit mir zu tun. So. Irgendwann wusste dann auch die ganze Schule über mich Bescheid, einfach weil die Elternbeirat Eltern das deren Kindern gesagt haben und die Kinder das dann die anderen Kindern gesagt haben. Kommen wir zum Punkt. Das erste und einer der, würde ich mal wirklich sagen, schlimmsten Sachen war, dass ich von meinen Freunden getrennt wurde, denn es ist eine Mädchenschule, weil irgendwie das Gerücht rauskam, dass ich lesbisch bin, weil ich, jetzt kommt's, nicht weil ich irgendwie Mädchen geküsst habe oder keine Ahnung, oder gesagt hat, ich stehe auf ein Mädchen oder irgendwie sowas, sondern weil ich meine Beine nicht überschlagen habe, nicht zusammen war, sondern weil ich halt gerne wie so ein Opfer da sitze und einfach meine Beine halt aufmache. Also ich sitze halt mal so da, mit meinen Beinen offen und sofort so, sie ist lesbisch. Heilige Mutter Maria, sie ist lesbisch. Abgestempelt. Und so war das dann auch. Das Problem ist, es ist was anderes, mir zu sagen, so, yo, du solltest zum Arzt gehen, weil du bist lesbisch, das ist nicht normal. Es ist aber was anderes, es nicht mal zu wissen, es dann, mich dann von meinen Freunden zu trennen. Und meine Freunde wurden aus dem Unterricht rausgezogen von meiner Schulleitung, um zu sagen, also um meinen Freunden zu sagen, haltet euch von ihr fern. Weil es ist kein guter Umgang für euch. Das ging dann wirklich das ganze Jahr, bis ich dann gegangen bin. Weil in dem Jahr, wo das alles passiert ist, Schluss bei mir, ich bin gegangen. Ich hatte keine Lust mehr. Ich war so, das ist die Tür und ich gehe da raus. Und es gab so viel mehr Situationen. Zum Beispiel, es gibt ja meistens in Schulen, ich denke mal, das ist mehr so in Privatschulen, aber es gibt ja meistens in so Schulen so Malwettbewerbe, die man dann ins Ausland schickt und es kommt dann wieder zurück. Und dann kommen da so 3 Juries, die das dann halt bewerten und das da halt in deiner Schule bewerten. Das ist passiert und es war auch alles schön und cool. Und zu der Zeit war schon dieses Gerücht,
dass ich lesbisch bin, überall, also wirklich überall und halt auch bei meiner Schulleitung. Und ich saß da halt so ganz gemütlich mit meiner Freundin und meine Freundin war halt so, hat sich so halt so quer auf meinen Schoß gelegt. Also es war meine beste Freundin zu dem Zeitpunkt, haben jetzt einfach fast gar keinen Kontakt mehr. Sie lag auf meinem Schoß, also halt der Kopf so, weil wir waren in der Turnhalle und es war halt, haben sich halt alle auf den Boden gelegt. Und es ist nicht nur so, als wäre nur ich diejenige gewesen, die eine Freundin auf dem Schoß hatte, sondern die zwei neben mir halt auch. Wir waren halt so eine große Freundesgruppe und ja, die haben halt dasselbe gemacht, genauso wie wir. Und es war kein Problem. Es war kein Problem, die haben keine Probleme bekommen, es war alles okay. Dann, ihr müsst euch vorstellen, da waren alle Lehrer, alle Schüler, das sind nur 300 Schüler oder so in dieser Schule. Also es ist keine große Schule, nichts wow oder so, es ist wirklich eine winzige Schule. Das sieht aus wie ein normales Haus. Und wir sitzen da ganz normal da und plötzlich, alles ist vorbei, wir wollen raus und meine Schulleitung sagt, ah, könnt ihr mal bitte nochmal kommen? Ich habe mir schon gedacht, was kommt jetzt wieder, weil irgendwie zu diesem Zeitpunkt war schon so, dass jeden Tag irgendwas anderes gekommen ist. Also wirklich jeden Tag. Und da war ich schon, okay, was ist jetzt schon wieder? Die ganzen Lehrer plus die drei Jurys, die ich nicht gekannt habe, die einfach fremde Leute waren, ja, fremde Leute, standen alle in so einem Bogen um uns rum. Also wirklich, jeder Einzelne konnte ich in die Augen gucken. Und sie sagt so, ihr wollt mich provozieren. Also, wie bitte? Wie bitte? Ja, ihr wollt mich provozieren, oder? Mit was? Ja. Eurer lesbischen Tuerei. Und ich nur so, was? Dann hat sie mich vor der Gemeinschaft, vor der ganzen Lehrergemeinschaft, vor den drei Jurys, da waren noch ein paar andere Leute dabei, die habe ich aber nicht gekannt. Hausmeister war auch dabei, so, also es waren wirklich alle da, ja. Hat sie gerade ernsthaft gesagt, ihr wollt mich provozieren, weil dein Kopf auf ihrem Schoß lag. Und dann gehen wir runter die Treppen, ja. Wir waren so, okay, endlich fertig mit ihr. Und ich will hier nicht irgendwie, keine Ahnung, beleidigt werden. Dann gehen wir diese Treppen runter. Und dann läuft uns ein Lehrer nach. Und wir gehen halt so nebeneinander, ne. Sie ist da, ich bin da, ist alles okay. Das war nicht, dass wir irgendwie aneinander geklebt sind oder so. Wir gehen ganz normal miteinander runter. Kommt da so ein Lehrer und sagt so, 1,75 Meter Abstand. Müsst ihr euch vorstellen, das war noch vor Corona. Das war noch weit vor Corona. Darf ich jetzt nicht mal mehr mit meinen Freundinnen in den Gang runtergehen oder was? Wir haben da mit unserer Englischlehrerin drüber gesprochen, weil wir waren halt so, okay, wir brauchen jetzt jemanden zu sprechen. Es ging halt wirklich überhaupt gar nicht mehr. Unsere Englischlehrerin war halt immer so, keine Ahnung, so nett zu uns, sag ich mal. Also sie waren noch die verständlichsten. Sie waren alle irgendwie so komisch, aber sie war noch die, wo ich am meisten verstanden habe, sag ich jetzt mal. Sie war dann aber plötzlich auch auf deren Seite, sag ich jetzt mal. Und war dann so, ja, die haben bestimmt ihre Gründe zu sagen. Hat es dann alles so runtergemacht, als wäre es irgendwie nichts gewesen. Ich habe zu Hause zu dem Zeitpunkt auch nichts gesagt, was so ein großer Fehler war. Ich hätte einfach was sagen müssen. Ich werde gemobbt. Aber habe ich nicht. Das Ding ist, es wäre normal gewesen, so Lehrer mobben halt Schüler. So, weißt du, es wäre was anderes gewesen, wäre das einmal passiert. Aber es ist dann ziemlich zeitgleich danach nochmal passiert, aber in der Kirche. Vor allen Schülern, vor allen Lehrern, vom Pfarrer, vor allen. Hat sie nämlich, also meine Schulleitung, das war nur sie, eine Schulpsychologin geholt. Hat sich vor diesem Podest da vorne hingestellt und war so, also halt mein voller Name. Braucht Hilfe. Deswegen habe ich diesen Schulpsychologen angestellt. So richtig stolz auf sich, als hätte sie jetzt irgendwas Gutes gemacht, obwohl sie gerade ernsthaft vor der ganzen Schule gesagt hat, ich brauche Hilfe. Wie kann man so sein? Ich habe es ehrlich nicht gecheckt. Aber das ist nicht dabei geblieben. Ich habe Verweise bekommen für Sachen, die ich nicht gemacht habe, für Sachen, für die ich auch nichts kann. Ich wurde jeden Tag mir was Neues vorgeworfen. Jeden Tag habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich durfte nicht mit meinem Vater reden, als mein Vater in der Schule war, obwohl Pause war. Es wäre was anderes gewesen, wäre ich jetzt einfach aus dem Unterricht gerannt und hätte mit meinem Dad geredet. Aber er war da und es war Pause, also warum hätte ich nicht mit ihm reden dürfen? Dann habe ich mit meinem Dad geredet und sie sagt, ja, das geht jetzt aber nicht. Als er dann weggegangen ist, natürlich vor meinen Eltern hat sie sowas nie gesagt. Vor meinen Eltern war sie immer so, ja, da muss sie ihnen Lügen erzählen. Das ging immer so weiter. Es hat nie aufgehört. Es war immer so und es hat auch nie, also wirklich nie aufgehört.
es hat mich, glaube ich, in der Zeit einfach am meisten auch bedrückt, dass einfach meine Freunde mir weggenommen wurden, weil irgendwelche Standards in deren Kopf gesetzt wurde, als kleines Kind auf. Und das Schlimmste war halt, sie ist unglaublich alt. Sie ist unglaublich alt. Und eine Schule, eine religiöse Schule, da kann ich es verstehen, wenn sich dann mal jemand outet, dass man diskriminiert wird, das ist natürlich nicht rechtfertigend und sowas sollte nicht passieren. Es sollte einfach nicht passieren. Aber da hätte ich es noch sogar mehr verstanden einfach. Da hätte ich gecheckt, warum. Da habe ich es halt einfach nicht verstanden. Die hatten halt einfach einen Hass auf mich, seitdem ich klein war, wegen einer Lehrerin, die mich halt nicht gemocht hat. Weil, und jetzt kommt die Story dazu, das ist die Story, die ich überall erzähle, wie es dazu gekommen ist, dass mich die ganze Schule hasst. Ich hatte eine Deutschlehrerin und die konnte nicht erklären. Sie konnte einfach nicht erklären. Sie konnte von Grund Boden nicht erklären. Keine Ahnung, wie sie Lehrerin geworden ist, aber sie konnte es einfach nicht. Also habe ich mir gedacht, ich will nicht doof fallen. Ich hole mir jetzt eine Lernhilfe. Das habe ich dann auch gemacht. Das war halt aber dann ein Buch. Es war halt so ein Buch, wo alles so richtig, richtig nice einfach erklärt ist. Das habe ich mir geholt und ich habe es verstanden. Und sie hat mich einmal erwischt, wie ich diese Lernhilfe benutzt habe. Und es hat mir gar nicht gepasst, weil sie macht ja den Unterricht. Mich dann angeschrien, so, ja, was fällt dir ein, irgendwelche anderen Sachen herzunehmen, wenn ich dir doch den Unterricht mache? Und seitdem an hat sie mich gehasst und hat immer wieder Lüge über mich erzählt. Hat anderen Leuten auch Sachen über mich erzählt, die halt wirklich nicht gestimmt haben. Sie haben einfach nicht gestimmt. Und ja, es war wirklich eine ziemlich schreckliche Zeit, würde ich sagen. Wenn euch sowas passiert, bitte, bitte gebt jemandem Bescheid. Bitte sagt einfach irgendjemandem, wirklich, die Lehrer mobben mich gerade. Ich werde zu Unrecht getan. Wenn du irgendwas, wenn die dir irgendwas unterstellen, was du nicht gemacht hast, dann musst du das auch sagen. Dann musst du Mund aufmachen. Man muss den Mund aufmachen, Leute. Es geht nicht, dass man einfach leise ist, weil sonst geht das jahrelang so weiter. Und Lehrer wissen auch das aus nicht. Die wissen es einfach nicht. Aber checken es einfach nicht. Weil Lehrer denken so, ja, ich bin Lehrer, ich darf das, ich kann das, weil ich bin ja Lehrer. Nein, Leute, ihr habt noch immer eine Würde. Ihr habt noch immer eine Würde, die ihr auch beschützen dürft. Also wenn sowas passiert, könnt ihr mir gerne schreiben. Ihr könnt gerne eure Storys in die Kommentare packen. Und danke fürs Zuschauen. Tschüssi.